Hallo zusammen, ich melde mich jetzt wieder und zwar aus Kuba, Santiago de Cuba. Und zwar war das alles so stressig mit Cancun und so, dass ich da nichts mehr gefilmt habe. Wie gesagt, ich bin morgens dann aus Bogota raus und bin nach Cancun geflogen. Da war ich dann gegen, ich musste halt noch lange am Flughafen warten und so weiter. Und dann war ich in Cancun gegen, ich weiß es gar nicht mehr, 10. Genau, gegen 10. Dann hat das mit dem Gepäck noch so lange gedauert. Dann musste ich noch ein Taxi suchen oder ein Shuttle. Und da musste man noch warten, bis andere halt mit dabei waren, damit es günstiger war. Das hat aber nur 11 Dollar gekostet. Also 7 Euro habe ich nur bezahlt. Das war okay. Dann habe ich halt die Nacht bezahlt. Ich musste aber morgens um 4 wieder raus und bin wieder zurück zum Flughafen. Das heißt, ich hatte nur ein paar Stunden im Hostel, aber wenigstens sich hinlegen und so. Das hatte schon gelohnt. Dann war ich in Cancun im Flughafen und habe dort auch wieder ein bisschen gewartet, so, weil ich bin halt auch früher hin, damit ich die Touristenkarte für Kuba kaufen kann, weil ich mir da nicht so sicher war, aber kann man auf jeden Fall in Cancun am Flughafen kriegt ihr die Touristenkarte für Kuba für 20 US-Dollar. Dann hat mich der Typ im Taxi aber noch am falschen Terminal rausgelassen, das heißt, ich musste noch eine halbe Stunde auf das Shuttle warten, das mich zum anderen Terminal bringt, weil man darf das auch nicht laufen. Das war alles auch, also deswegen, ich mag es lieber frühzeitig am Flughafen zu sein und nicht so kurzfristig. Ansonsten, ja, bin ich dann morgens um 10 gelandet in Havanna, bin ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Busbahnhof gefahren und dort habe ich dann bis abends um 10 gewartet, weil das gekaufte Ticket übers Internet, das kann man nicht vorziehen. Also auch wenn ein Platz frei gewesen wäre um 2 Uhr, hätte ich den nicht nehmen können. Jeder hat mich nur angeguckt und gedacht, oh Gott, du musst jetzt bis 10 Uhr warten. Ja, das habe ich auch gedacht, weil man konnte auch nicht wirklich was zu essen da kaufen. Das heißt, von morgens 10 bis abends um 10 hatte ich schon mal nichts, nur was zu trinken. Und ich hatte vom Duty Free Shop Schoko-Kinderbonbons gekauft. Die habe ich mir dann einverleibt. Ja, und dann war es halt so, dass ich in den Bus gestiegen bin und der ging 17 Stunden. 17 Stunden nach Santiago de Cuba. Es war aber ganz cool, weil abends, oder die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, wenn man halt den um 10 nimmt, den Bus, der ist halt wenig voll. Das heißt, ich hatte erst 2 Plätze für mich, nachher ist der hinter mir ausgestiegen, dann hatte ich 3 Plätze und ich konnte mich lang machen und ich habe auch geschlafen und ich hatte auch wieder ganz liebe Männer vor mir sitzen, die mich irgendwie versorgt haben und dann raus sind und irgendwie Brötchen mit Schinken gekauft haben und ihm was zu trinken gekauft haben, wo ich immer gesagt habe, ich brauche nichts, ich möchte nichts. Sie haben mir das einfach immer dahingestellt und gesagt, du machst das jetzt, du trinkst das jetzt. Ja, aber super, super lieb. Also das mag ich an Kuba schon, die Sorgen wirklich für einen. Und ohne, dass sie was haben wollten, weil ich wollte das auch gerne bezahlen, weil ich weiß ja auch, dass sie halt nicht viel verdienen. Aber das wollten die halt auch nicht annehmen. Und einerseits fühlt man sich schlecht, andererseits finde ich es halt auch mal ganz nett. Dass man so umsorgt wird irgendwie, keine Ahnung. Ja, und dann bin ich heute hier gelandet, gegen 3 sowas. Dann bin ich für 5 Cook vom Bahnhof zu meiner Casa, wo ich schon erwartet worden bin. Das war ganz cool. Bin auch wieder in mein altes Zimmer gekommen hier, wo ich auch schon drin war. Und ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin dann einfach nur noch eben zur Tanzschule und habe abgeklärt, ob das mit morgen klappt um 10. Wollte mir dann Wi-Fi-Karten kaufen, aber der Store war irgendwie nicht permitted dazu, die zu verkaufen. Das heißt, ich sollte es morgen nochmal versuchen, sagten die. Was mir schon halt aufgefallen ist, jetzt wo ich auch den Spanischkurs hatte, dass es mir viel, viel leichter fällt, die Leute zu verstehen endlich. Dass ich ansatzweise weiß, worüber die reden. Und dass ich halt auch versuche, immer wieder zu antworten oder ein Gespräch zu machen, eine Konversation. Und es macht so viel mehr Spaß, mit Leuten zu reden. Deswegen, also jeder, der halt irgendwie nach Zentral-Südamerika möchte, würde ich empfehlen, vorher einen Spanischkurs zu machen oder Wochen oder Monate vorher Duolingo anzufangen, weil es ist schon ein Unterschied, ob man hier mit Sprachkenntnissen hinkommt oder einfach nicht. Und ich finde es halt super einfach und viel angenehmer, wenn ich mit den Leuten reden kann, ansatzweise oder halt, ja, ein bisschen was sagen kann.
Und das konnte ich halt vorher gar nicht, weil ich bin nach Kuba gekommen und konnte nichts. Und jetzt komme ich hier hin und kann ein bisschen was. Ist schon mal viel wert. Ja, und dann wollte ich eigentlich mir was zu essen holen, aber das Grand Hotel, das war so lahmarschig im Bedienen, dass ich schon wieder schweißnass gebadet bin, weil hier sind das um die 30 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Ich dachte schon am Anfang, als ich hingekommen bin, dass es hart ist, aber boah, das ist schon wieder so Asienmäßig. Das ist schon hart. Das wird mit dem Tanzen auch sehr interessant. Wahrscheinlich fange ich noch nicht mal an zu tanzen und ich bin schon am Schwitzen. Natürlich ist sonst Kuba auch teuer, außer die Fahrt vom Flughafen zum Busbahnhof. Das waren 30 Kuk. Das geht wahrscheinlich auch günstiger. Als ich bei der Info angefragt habe, meinten die ja, es kostet 30, aber ich glaube, das ist einfach viel zu viel. Aber ja, weiß ich, also momentan bin ich überrascht. Momentan habe ich auch ein gutes Gefühl. Ich freue mich auch, in Santiago zu sein und wieder Salsa anzufangen. Obwohl ich glaube, dass das ziemlich hart wird. Und ja, ansonsten halte ich euch auf dem Laufenden, wie das für mich hier weitergeht und ob ich mich in Salsa verbessere in 3 Wochen oder nicht. Das werdet ihr auch hier sehen. Und ja, dann wünsche ich uns viel Spaß dabei und bis die Tage. Ciao!